An diesem wunderschönen Februarsonntag begrüßt euch der Camper Thomas einmal mehr zu einem Stellplatzvideo. Ich durfte heute schon mit Frau und Hunden diesen herrlichen Tag genießen. Es ist wirklich wunderschön und ich befinde mich hier in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn und möchte euch diesen wunderschönen Stellplatz nicht vorenthalten. Wenn man sich überlegt, dass Simbach knapp 10.000 Einwohner hat und so einen tollen Stellplatz hier auf die Beine stellt, dann möchte ich natürlich gleich zu Anfang einen kleinen Appell loswerden an alle Bürgermeister, an alle Verantwortlichen, die etwas mit der Freizeitgestaltung ihrer Gemeinde zu tun haben. Schafft mehr Stellplätze. Ja? Schaut euch das an. Es ist wunderschön. Verführt die Camper und ladet sie zu euch ein. Simbach am Inn hat einen Stellplatz. Ich denke mal, wir haben hier ungefähr Platz für 12, vielleicht auch ein bisschen mehr Wohnmobile. Der Platz ist kostenlos, ist sehr schön befestigt, wunderbar gepflegt. Wir haben hier eine Stromversorgung und sollte es mir gelingen, mit diesem Video einen Zuschauer aus dieser Gemeinde gewinnen zu können. Hier haben wir vier Stromsteckdosen für so viele Plätze. Also das wäre jetzt wirklich der einzige Punkt, wo ich sage, wenn es irgendwie möglich ist, dann haut doch noch ein paar Stromdosen dazu oder eine zweite Säule oder wie auch immer. Der Stellplatz selbst, das habe ich ja schon kurz gesagt, ich finde ihn wirklich super schön, ganz toll angelegt in einer ruhigen Gegend. Hier gibt es einen Sportplatz, einen großen Sportplatz. Und zu den Freizeitmöglichkeiten kommen wir gleich noch. Ich möchte mir hier noch was anschauen, gemeinsam mit euch. Und zwar hat der Platz keine Entsorgung. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, weil der Platz ist ja heute leer, das ist ganz untypisch. Hier, denke ich mal, ist die Vorbereitung für eine Entsorgung und das sieht mir auch nach der Möglichkeit einer kommenden Versorgung aus. Das wäre das Einzige, was dem Platz fehlt. Warum wird sowas nachgeschossen? Der Platz ist unwahrscheinlich frequentiert. Glaubt es mir oder nicht, weil er ist halt jetzt gerade leer. Aber hier ist echt immer was los. Und warum ist es so? Ja, weil der Platz schön ist, weil aber auch in diesem Landkreis es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir haben ja hier schon direkt gegenüber vom Stellplatz ein Freibad. Und wir haben ja ungefähr 200 Meter von hier entfernt, das ist dieser kleine Turm da hinten, eine ganz tolle Kletterhalle, die man innen wie außen nutzen kann. Und Simbach am Inn, wie es der Name schon sagt, am Inn liegt eben 120 Kilometer entfernt von München, 60 Kilometer vor Passau. Und der Inn ist die natürliche Grenze zu Österreich, zu Braunau. Das heißt, wir haben auch die Innauen, wir haben hier Möglichkeiten zum Radfahren, zum Wandern, zum Joggen, Nordic Walking. Hier ist wirklich alles möglich. Klettern, wie schon gesagt, in der Kletterhalle. Auch in Braunau ein riesengroßes Freibad und für den Camper auch immer wichtig,
ungefähr 5 Minuten von hier ist ein großes Einkaufszentrum mit allen möglichen Läden und auch der Möglichkeit, zum Beispiel am Sonntag Semmeln zu bekommen. Wir sind ungefähr 25 Autominuten entfernt vom Bäderdreieck Bad Füssing, Bad Birnbach. Also hier ist alles möglich. Wir selbst sind hier immer noch an der B12 angeschlossen, die ja zur A94 ausgebaut wird. Das heißt, die A94 geht schon sehr, sehr weit. Dieses kleine Stück hier fehlt noch. Wenn das auch dabei ist, dann haben wir hier eine wahnsinnszentrale Lage mit allen Möglichkeiten in allen Richtungen, auch Salzburg. Die schöne Stadt Salzburg ist nur 60 Kilometer weg. Also wie gesagt, ob ich jetzt Wellness machen möchte, ob ich eher was Aktives machen möchte, ich habe hier alle Möglichkeiten und eben auch noch einen wunderschönen Stellplatz, der keine Wünsche offen lässt, außer eben Fähr- und Entsorgung. Und wenn ich jetzt das richtig gedeutet habe, dann sehe ich das in Planung und dann ist es für mich persönlich wirklich ein perfekter Platz. Ja, perfekt gelegen, es ist abends hier sehr ruhig. Wir haben direkt gegenüber vom Stellplatz ein griechisches Lokal, wobei man dazu sagen muss, dass überhaupt in der Gegend hier, also Simbach, Braunau etc., auch gastronomisch wirklich einige Highlights dabei sind. Warum ist der Platz so leer, wenn ich sage, er ist eigentlich immer gefüllt? Es soll ja ein starkes Unwetter kommen, vielleicht ist das der Grund, wer weiß es. In diesem Sinne wünsche ich allen Campern einen möglichst sturmfreien Restsonntag, keine Schäden, weiterhin viel Spaß beim Campen und wir sehen uns und hören uns demnächst wieder. Somit natürlich einen wunderschönen Restsonntag und wenn ihr die Möglichkeit habt, bei so einem tollen Wetter rauszugehen, dann nutzt es. Also bis bald, euer Camper Thomas.